Herzlich willkommen zu unserem Quiz. Es geht auf 3 Punkte. Der Verlierer, der macht eine Challenge. Habt ihr eine Idee, was der Verlierer machen soll? Wir müssen etwas spannend machen. Eine Massage. Ja, Massage. Ja, wir können die Koffer abmachen. Bringen nach St. Gallen. Machen wir das. Okay. Das. Gut, machen wir das. Dann starten wir mit dem ersten Spieler. Ich gebe euch die ersten Hinweise. Ich stand mit dem FC St. Gallen bereits einmal im Cup-Final. Ich bin Linksfuß. Das ist ein Spieler von uns jetzt in Mannschaft. Jetzt? In Mannschaft? Ich, Mate Magliza. Jordi Quintilla. No. Einmal im Finale. Nein, nein, ich habe einen Punkt. Ich habe einen Punkt. Wieso? Du hast falsch gemacht. Nein. Wer das ist? Hey. Nein, wer ist das? Der Punkt geht leider. Wieso? An Jeremy. Es wäre Julian von Moos gewesen. Ja, wieso? Nein, Mathematik ist genau gleich. Ja, aber du hast nicht gewartet. Ich habe eine Finale gespielt. Ja, aber du hast nicht gewartet. Du musst warten, ja. Ja, genau, danke. Ja, und der hat auch falsch gemacht. Nein, ich habe so, aber wenn du falsch machst, ich habe einen Punkt. Du wolltest auch Mathematik sagen? Nein, ich wollte die. Drei, zwei, eins, los. Ich hab schon, ich hab... Nein, er hat Feuer, Ja, Hund. Nein. Und was? Ich habe so. Nein. War. Ich hab so gemacht. Jeremy und Jordi Quintilla. Nein. Ich wollte sagen, nein, gibt's nicht. 1-1. Nein, das war klar. Das war völlig klar. Nein. Wow, yes, Mann. Matthäus Schiedsrichter, 1-1. Das war klar, völlig klar. Komm, alle weg. Steht 1-1. Ist noch nichts entschieden. Ha? Also, ich beginne mit der ersten Frage. Ich gehöre zu den Größten der Mannschaft. Meine Trikotnummer gleicht dem Alter von Leonidas Stergiou. Meine Nummer, Alter. Nein. Meine Nummer, Alter. Was? Du musst antworten, schnell. Sag. Drei. Sag. Zwei. Ich weiß nicht. Also ist falsch, ein Punkt für mich. Er hat gedrückt und keine Antwort. Danke, 2-1. Er kann auch antworten. Nein. Ich weiß es nicht. Ja. Nein. Ja. Wer hättest du gesagt? Valci. Ja, perfekt. Mein Gott, so Glück, Mann. Jetzt hat Jeremy den Matchball. Steht 2-1. Wir gehen wieder zu den Face-Swaps. Ich zähle wieder runter auf 3. Ihr müsst erkennen, wer es ist. Und dann dürft ihr buzzern. 3, 2, 1, go! Aber wieder, Sigi, Manu. Aber, noch einmal. Aber noch einmal, 2-2. Er macht so, er denkt, ja, Sigi und Manu. Schiedsrichter? Schiri. Nein, 2-2. Aber wieder. Ist ja, egal. Ich hab schon gemacht, wieder wie letzten. Also, ich beginne mit der ersten Frage. Valci, claro, Leonidas tiene 20 años y Valci tiene 20, ¿no? Tú no sabías eso. Ich habe bereits einen Pokal gewonnen. Guidotti. Fuck. Guidotti hat einen Pokal gewonnen! Ja, aber das warte! War
Ja. Oh Gott. Danke. Ich habe alleine gespielt, Mann. Der hat nichts gemacht. Ja, aber du hast falsch. Ist einfach. Machen wir noch eine. Noch nein, eine. Nein, nein. Doppel oder ist fertig. Ich habe gewonnen. Wenn er fair ist, machen wir Doppel oder nichts. Du musst meine Koffer. Machen wir Doppel oder nichts. Nein. Komm, komm. Ist fertig. Nein, probier mal. Komm, Doppel oder nicht. Ist gut. Komm, mach, mach, mach. Ich habe schon in 3 Ländern gespielt. Ich habe mehr Assists als Tore beim FCSG. Ich habe ein Prepaid-Handy. Ich schneide mir die Haare selber. Lukas Görtler. Der hat nichts gespielt. Nein, also jetzt ist 3-3. Kann er noch eine kommen, bitte? Der hat ist 3-3. Null gespielt. Ist 3-3 jetzt. Ist skandalös. Ist skandalös. Ist 3-3 jetzt. Ja, ist skandalös. Doppel oder nichts? Nein, ist 3-3. Okay, 3-3. Ich parke immer falsch, wenn ich ins Stadion komme. Ich bin Nationalspieler. Leonidas Tergiu. Man muss riskieren, das ist der Satz heute. Man muss riskieren. Man muss Risiko nehmen. Also wie wir es gesagt haben, Challenge heute war, dass Jeremy meine Koffer trägt bis St. Gallen. Hier ist er. Jeremy, es tut mir leid, aber du musst es machen.